Milchflaschen. So hier gerade vor allem, ne? Am Anfang. Hier ist, glaube ich. Ja, das ist das Easter Egg, was ich letztes Mal ansprach. Hier oben kommen. Was ist das für Fotos? Die habe ich mir so nicht angeguckt. Ich kann sie hier erkennen. Bentley mit irgendjemand anderem. Nun gut. Ich könnte natürlich mit meinem Pfeil und Bogen die ganzen eingefrorenen Edelsteine zerstören. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ich denke, es gibt hier einen Geheimgang. Oder ich habe hier wirklich ein Bonuslevel übersehen. Weil ein Ei und hier ein so ein anderes Gerät, ne? Das ist ein bisschen uncool. Warum brennt da ein Bild? Wer macht denn sowas? Ich hole gerade auch mal so die Wände durch und sowas. Oh, Munition. Klar, lieber mit. Und ein Quietschähnchen. Wo gehe ich jetzt lang? Okay, wieder zurück. Das ist gut. Ja, achso, genau. Das ist der Bereich, wo ich eigentlich reinspringen wollte. Ja, schade. Hier gibt es leider nichts. Ah, komm. Stell dich nicht so an, Jäger. Du bist doch eine Katze. Dann gehe ich wieder zurück. Ja, aber hier gibt es wirklich nichts mehr, ne? Ich sag mal, ich werde hier mit Spyro nicht hinkommen. Kann sich hier höchstens nochmal umgucken und von hier irgendwo vielleicht nochmal was sieht? Ne. Was ist das da unten, wo das Licht so durchscheint? Das wird garantiert nichts für mich sein. Oh, mega! Funktioniert, ich bin überrascht. Wie viel habe ich davon noch? Was ist da unten ein Edelstein? Okay. Gut, hatte keinen tieferen Sinn offensichtlich. Ja, kann es sein, dass sie mir auch versuchen, damit so ein paar Tipps zu geben, mit den Edelsteinen. Aber das war leider wirklich einfach nichts. Komm. Fums. Karfunkel. Bring Licht ins Dunkel. So. Was ist das? Okay. Aber schön ist, hier gibt es keine Gegner mehr, ne? Möchtest du jetzt wieder mit mir reden? Nee, ne? Möchtest du nicht? Was habe ich hier getan, Mann? Der Magen nie mehr. Du hast dich aber gut versteckt, muss ich ja schon sagen, du. Ja, hier war auch nichts mehr. Ich muss mal gucken auf der Karte, wo ich vielleicht noch unerforschte Bereiche. Da habe ich einen kompletten Bereich unerforscht, okay. Dann starten wir da nochmal hin. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Aber wie schön man hier durchrennen kann, ne? Das ist echt nice. Ich weiß nicht, wie ich mir am Anfang darüber Sorgen gemacht habe. Oh, nicht, dass ich mein ganzes Geld für Sachen ausgebe, die ich nicht gebrauchen kann und dann die 100% nicht mehr erreiche. Und jetzt schaut mich an. 30.000 Tacken eben mal hier auf dem Konto. Okay, gibt es ja gleich noch einen großen Bereich. Aber ich glaube, ja, diesen kleinen unerforschten Bereich finde ich gerade sehr, 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 sehr vielversprechend. Muss ich sagen. Nein, hab ich über sie hinausgeschossen. Ark! Tongs. Tatanka. Nein! Ah, okay, man kann nicht direkt durchrennen. No. Au! Okay, man muss da quasi direkt durchspringen. So, und jetzt. Ich die ersten 20 Minuten gar keinen Tod. Jetzt innerhalb von 10 Sekunden einfach mal 3 Tode. So. Gut, oder auch nicht, hier kriege ich einfach mal Janisch. Auch gut. Aber nach links, oder? Das ist ja auch noch so einen fetten Sprung aus, ne? Machen wir mal den Arsch hier kaputt.
Das sind solche Waschlappen, ne? Oh, huch. Ich hab da jemand, glaube ich, übersehen, ne? Da ich ja beim ersten Mal auch so Probleme, als er erstmal hier war? Nee, ne? Bestimmt nicht. So, hier gibt es wohl noch irgendwo eine Zwischenplattform, die ich irgendwie nicht gerafft habe. Oder auch nicht. Ach, ich bin dumm. Also nur eine fette Zielscheibe da hinten. Auf jeden Fall mein Fehler. Oh. Ui. Hey, was geht? Kommen wir so durch. Da kommen wir so durch. Ah, das ist, dieser fette Raum. War da oben gerade. Ah, nee, das waren nur die Stalaktiten. Lauf! Ach komm, dann schmier ich die halt einfach ein. So. Schön geboxt. Einfach so die in die Fresse hauen. Das hat auch was. Okay. Ah, ne, jetzt kommen wir erst in den großen Bereich, okay. Verzieh dich. Ach, das war der, wo die ganze Kacke hier immer zusammenbricht. Ah, ja, 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 ist okay. Boah! Okay. Wow, ich hab getroffen. Baum, baum. Ich knall mal auch weg. Headshot. Monster Kill. Was wollt ihr von mir, ihr Kackfledermäuse, hm? Warum hauen die Skelette von mir ab? Das gibt keinen Sinn. Stirb! Stirb! Wie schreien, ey. Nein! Das war doch gar nicht geplant. Du wolltest doch deinen Karate-Kick-Sprung machen. Doofkopf. Komm. Also tausendmal bei Au. Ich wollte gerade angeben, aber tausendmal bis bei Au gemacht. Tschüss. Okay, ist ja gut. Ist ja gut. Okay, ich lasse mir Zeit. Als wäre es das erste Mal. Ist okay. Ich glaube, ich kann wirklich keine Sachen mal eben so machen, ne? So, guck mal, lass doch mal eben danach gucken, dann wird das immer scheiße. Weil dann will ich immer durchrennen, will ich es wirklich dann eben mal eben machen. Kurz drüber überhaupt gar nicht mehr auf das, was kommt. Das heißt, jetzt wieder mit Contenance in aller Ruhe. Ist ja kein Stress, wir haben heute Sonntag, hey. Sollte man sich nicht stressen lassen. Oh Gott, einfach drei Stunden, glaube ich, habe ich wirklich gepennt. Oder zumindest 2,5. Ich habe schon, ich bin schon immer aufgewacht, ne? Auf die Uhr geguckt. Ja, 12, ja. Riech ich nochmal um. Und dann war Essig. Dann habe ich einfach nochmal eine Stunde hinten dran gehangen. Aber ich wusste gar nicht, dass die Fledermäuse mir so auf den Sack gehen können. Tatsächlich. So, tschüss. Nein! Fall mir nicht runter. Ganz ruhig. So. Ein Skelett-Spaggo hier. Kommst du mal, oder was? So. Tot. Okay, wunderbar. Ah, warte mal, vielleicht kann man hier auch nochmal schon mal was begutachten. Begutachten. So, hier ist, glaube ich, der Bereich der Bereiche. Das heißt, ich müsste eigentlich in die Richtung so ein bisschen. Ah, das war es mit diesen drehenden Knochengedönsen. Oder war es schon mit Spyro? Ah, Nase juckt, sorry. Yeah. So, wo ist der Style? Sind genau dort. Wie soll ich denn da hinkommen, du Scherzkeks? So, okay. Ich könnte noch. Aber ich will nicht, dass mir das was bringt, um ehrlich zu sein.
Nein! Er hat sich geschafft, okay. Ich spinne gleich einfach mal ins Leere, in die Richtung. Vielleicht sehe ich dann ja was. Weil dafür, dass da nichts ist, ne? Da ist die Aussparung einfach zu groß für. Wow! So. Man müsste dann ja eigentlich quasi irgendwo da hinten in der Richtung sein. Kann ich hier klettern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann bringe ich mich einmal selbst um. So denke ich zumindest. Ach komm. Mann, aber nicht so. Oh, ist das ätzend. Oh, warum bewegst du dich denn so viel beim Boxen, du Doofkopf, Mann? Das nervt, echt. Stirb. So, wie sieht es denn hier aus? Weil ich. Was mir da jetzt aufgefallen ist, ne? Das ist viel. Das ist ein Riesenbereich. Ich treffe nicht mal zu der Wand, so weit geht es da noch rein. Oh, ich komme nicht weg. Ja, aber da wird nichts sein. Geronimo! Nee. Oh, scheiße. Okay, dann war es doch nicht. Ach, oh, fuck. Das ist echt ärgerlich. Oh, no. Ich habe jetzt alle meine Hoffnung da reingesetzt, ganz ehrlich, ne? Im Endeffekt, die ganze Jägerscheiße, die ich jetzt heute gemacht habe, war komplett für den Popodopoulos. Ja, okay, nicht ganz. Also zumindest das mit dem Jäger selbst schon, aber auf dem Weg dahin. Da durfte ich ja zumindest schon mal etwas erhaschen. Oh, jetzt hab ich. Oh, ah, da habe ich ja immerhin schon mal einen Lichtedelstein gefunden. Problem ist nur, ich bin gleich wieder in der Eiszitadelle, denke ich mal, ne? Nein! Das ist eigentlich wahrscheinlich das undankbarste Level, was ich jetzt hier nochmal machen darf. Weil der Hinweg etwas länger ist, ne? Da das Level selbst relativ unangenehm ist, weil es ja auch so viel Sprungscheiße gibt und sowas. Nein! Mann. Und dann, wenn, selbst wenn ich das Level dann geschafft habe, ne? Dann auch wieder in einem ganz anderen Level bin, wo ich gar nicht mehr hin muss. Also viel schlimmer kann es gar nicht sein. Da zupf dich. So, und jetzt aber. Schön gezielt hier sprungen. Nein! Oh, jetzt habe ich die nicht gesehen. Oh, sehen. Oh, ich schaff das nicht. Ich kann mich hier nicht mal raus teleportieren, ne? Weil der Geldsack hier ja gar keinen Shop hat. Oh, ein bisschen nölig. Oh, okay. Komm, Geröll. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Okay, ne? Ich meine, die letzte Aufnahme von gestern, die war wirklich sehr gut. Da habe ich viel geschafft, ne? Warum ist das so, dass das nicht einfach mal so ein bisschen konstanter sein kann? Dass ich halt nicht bei jeder Aufnahme 20% oder nur 2 hole, sondern... Boah, ich gehe ja ganz gar nicht. Sondern bei jeder mal so 7, ne? Dass es im Schnitt zwar immer noch der gleiche Fortschritt ist, aber etwas konstanter. Und nicht so eine Kacke wie jetzt hier gerade. Dass ich hier das erste Mal das Level gespielt habe, ne? Bei weitem nicht die Probleme. Was ist hier los? Boah, geht mir auf den Sack. Ich habe übrigens auch nichts am Bildformat geändert. Fällt mir gerade so ein. Wo ich gerade auf die Vorschau der Aufnahme geschaut habe. Aber die Bildfehler, die rechts beim letzten Mal drin waren, die sehe ich jetzt gerade nicht. Kann ja nur irgendwas sein, was ich wahrscheinlich dann einfach nicht kaputt geschossen habe. Irgendwo so ein Wandzugang. Oh, das kann doch nicht sein. Wenn du stehst, dann stehst du doch. Und dann nicht so, ich bin nur halb gelandet. Ich rutsch nur mal ein bisschen. Spacken, ey. Ah.
Ich mag Jäger doch nicht mehr. Echt. Also, er ist nicht mehr. Ich habe schon von Anfang an nicht gemocht, aber hier habe ich gedacht, okay. Er hat sich geändert. Jetzt mit festem Stand, danke. Danke. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um, ob wir hier noch irgendwas. Ich will gerne ein bisschen. Achso, man kann sogar rauszoomen, das ist natürlich cool. Ey, was geht? nee, aber hier ist nichts. Warum ist hier denn nichts? Oh. Also, die beiden Vermutungen, die ich hatte, ne, war zuerst, okay, ich habe irgendwo was mit meinem Feuerpfeil nicht kaputt gemacht. Ne, wo ich aber eigentlich durchgekonnt hätte und durch kann. Habe ich hier jetzt zumindest nichts gefunden. Nee, ich möchte nicht mit dir spielen. Haben wir schon hinter uns gebracht. Das zweite war jetzt natürlich, als ich den unerforschten Bereich gesehen habe. Das Rätsel zur Lösung ist da. Leider auch nicht. Richtig. Was ist denn dahinter? Das ist für mich jetzt hier gerade sehr vielversprechend, weil da, bleib hier. Da kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern, dass ich hier war. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh ja, ja, das, komm, bitte lass das nicht umsonst gewesen sein. Lass mal kurz zu mir kommen.